Ja, herzlich willkommen zu Ich nehme mal was. Ja, wir haben ja die neue Generation 5 und die hat ja hier einen speziellen Huf. Und das werde ich euch mal zeigen, wie man denn das näht. So, was man alles dazu braucht, ist erstmal Folgendes. Wir brauchen ein bisschen Schaumstoff, dann so ein bisschen Fließstoff. Natürlich die Stoffe und eine Vorlage. Die alte Vorlage ging ja so. Und die neue Vorlage, da steht jetzt Easy G5. Die muss hier ein bisschen vorne abgerundet sein. So. Und natürlich brauchen wir hier noch das zusätzliche Teil. Das ist hier die Innenseite. Das kann man hier hochklappen, weil das sind ja quasi die Haare so. Ja, und dann kann man loslegen. Dann hat man hier unser Stoffteil hier und hat dann das schon mal hier die Seiten aufgenäht, zusammengenäht. Ja, und dann kommt der spannende Teil. Wie näht man jetzt da diese Huf dran? Ich habe hier diese Stoffe. Das sind ja diese Seitenteile. Und dann habe ich noch natürlich den normalen Huf. Das ist der Huf. Unten. Und natürlich das lange Teil. Das ist jetzt quasi das, was hier außen rum kommt, so rum, ja. So. Und dann habe ich noch ein Stück, das ist ein bisschen kleiner, weil natürlich der obere Durchmesser ein bisschen kleiner ist wie der untere. Das ist jetzt quasi der Deckel von dem Huf. Und da habe ich hier so Kreuz eingeschlitzt, das seht ihr dann gleich, warum das so ist. So, wir fangen jetzt mal an. Das alles zusammenzunehmen. So, wir machen jetzt hier erst einmal dieses Teil. Nehmen wir jetzt mal hinten zusammen. Hier. Ja, dann haben wir hier schon mal der Huf, ein Teil des Hufes. Dann nehmen wir hier unser. Da muss man jetzt nach der Stoffrichtung gucken. Das muss natürlich halt die Richtung nach hinten und steckt das schon mal hier halbe fest. So auf die Hälfte feststecken. So. Und dann muss man natürlich hier die Hälfte anheften und da hinten die Hälfte. Und dann steckt man das einmal außenrum fest. So ungefähr sieht es dann aus. Ja, und dann fängt man an, das einmal hier außen rum zu nähen. So, und am Ende
schneide mal das einfach mal hier ab, so. Jawohl. So, und jetzt haben wir hier den kompletten Huf hier einmal außenrum rund genäht. So. Und das Stück tun wir jetzt mal zur Seite, weil dann machen wir jetzt mit diesem weiter. Wir nähen jetzt auch mal die zwei Seiten hier zusammen. Und auf der anderen Seite natürlich auch. So. So sieht es dann aus. Und dann müssen wir das Teil hier rein machen. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Da muss man jetzt besonders aufpassen. Das kurze Stück hier, das ist vorne. Ne, und hinten sind ja die längeren Haare. So. Und dann muss man das einmal rumdrehen. Und dann so rum reinstecken. Und dann auch wieder hier festmachen. So, und ein kleiner Tipp, am besten mir schneidet jetzt hier mal diese bisschen schräg diese ganzen Überstände hier auch natürlich in dem Hauptstoff auch ein bisschen schräg, dann ist hier an der Stelle nicht so dick. Einfach mal die Enden hier ein bisschen schräg einschneiden. Das macht man natürlich eigentlich vorher. So. So, natürlich. Jetzt nochmal abstecken. Immer Naht auf Naht. Auf der anderen Seite auf Naht. Naht auf Naht, so. So, und dann steckt man hier das einmal außenrum fest. Und wenn man das festgesteckt hat, dann näht man einmal außenrum. So, und jetzt kommen wir zu dieser dünnen Stelle vorne. Das ist hier. Da muss man es wie so ein V nähen. Da muss man aufpassen, dass man es nicht abrundet hier, sondern wie so ein V da rein. Bis zur Naht. So, und dann den Fuß wieder rüber bewegen und dann noch weiter. So. Und dann hat man das Teil hier dran. Einmal außen rum. Immer mal wieder überprüfen, ob das auch wirklich passt alles. Das ist vorne, das kurze Stück. So. Genau, so sieht das gut aus. Und jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt kommt der Huf. Natürlich gewendet. Da rein. So, das ist das lange Stück vom Huf. An das kurze Stück vorne. Das kommt dann hier rein. Und wieder Naht auf Naht, beziehungsweise Einmalnaht. Wir haben ja nur hinten eine Naht.
Wird das da hier wieder festgesteckt? So. Und natürlich schön aufpassen, dass das alles wieder kerzengerade ist. Schön alles dran stecken. So. Und wieder einmal außenrum abstecken. So, nachdem er hier das abgesteckt hat, kommt unser Deckel drauf. Und natürlich müssen wir dann jetzt hier die drei Stoffe aufeinander machen. So, der kommt jetzt als Abschluss hier rein. So, das mache ich jetzt gleich mal. So, das Deckel hält jetzt unseren Huf in Form, dass der hier nicht auseinander geht, hier oben, hier. Da. Und dann nehmen wir das ganze Teil wieder so rum fest. Ja, jetzt sind wir fast fertig mit dem Hufi. Jetzt müssen wir nur noch eine Verstärkung hier dran nehmen. Und zwar an dem oberen Teil. Hier. Mit einem ganz normalen Zickzackstich kann man das festnähen hier. Man muss halt echt aufpassen, dass man nicht den Stoff hier erwischt. Den falschen Stoff. So, und jetzt hier. So. Und das miteinander einmal außenrum festmachen. Immer wieder den Stoff zurecht rücken, dass das hier nicht außen zusammengenäht wird. So. So, und jetzt kommt das zweite Teil. Das näht man natürlich dann auch hier dran fest. Rum zweiteilig, werdet ihr gleich merken. Das Problem ist halt, ich muss das jetzt hier hochziehen. Und wenn das jetzt in einem Stück wäre, dann würde sich das hier so verwursteln. Deswegen muss man das auf jeden Fall am besten zwei oder drei machen. Dann ist das Nähergebnis besser. So. So sieht es jetzt aus. Und jetzt tut man die Überstände ein bisschen abschneiden. So. Und dann muss man hier das abstecken. Die Naht nach oben. So, nach oben. So. Dass das hier schön gerade ist und gespannt. Und dann hier so und dann auf der Seite feststecken. Das muss ganz exakt gerade sein, so gerade wie es geht. Wenn sich das Vlies ein bisschen verwirft, kann man hier auch einschneiden. An manchen Stellen sollte man das vielleicht machen, das ein Stück einzuschneiden. Ne? Das ist jetzt hier so eine Welle. Das meine ich dann damit. So. Feststecken. So. Immer schön gerade machen den Stoff. So. Und dann hier feststecken.
wieder gerade machen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sich das ganze Ding nicht verwurschtelt. So. Und am besten hier so von der Mitte aus hier anfangen, dass sich der Stoff schön hinlegen kann an diesen Fließstoff. So. Schön gerade rücke. Und wenn man das jetzt einmal außenrum gemacht hat, dann kann man es zusammennähen. Und die Überstände hier abschneiden. So, wir wollen ja nicht, dass es hier Falten wirft. Und dann einfach mit dem Zickzackstich wieder einmal hier um diese Kante einmal außenrum. Und dabei echt aufpassen, dass man nicht die Nadeln erwischt. So, einfach mit dem Zickzackstich wieder hier einmal außenrum. Die Nadeln vorsichtig herausziehen. So, und dann sieht das ganze Ding so aus. Fast geschafft. Ne? Wichtig ist, dass die Naht hier nach oben zeigt, weil wenn man das ganze Ding rumdreht, dann wird es ja so eingeknickst. Und jetzt kommt das ganz Schwierige, der schwierigste Part. Man muss hier genau hier an der Stelle und hier vorne an der Stelle anheften. Das bedeutet, dass das hier, wenn man das ausstopft hier drin, dass sich das nicht nach außen wölbt, ne? Weil das hier ja offen ist. Ja? So, und dann kann man das wunderbar hier rumstülpen. Und das muss man vorher ausmessen, mal ausprobieren an der Stelle, wie viel man da Zugabe machen muss. Weil wenn man es nämlich jetzt direkt, das ist nämlich hier diese Naht, direkt hier drauf näht, dann kommt diese Naht zum Vorschein, dann macht es quasi so. Sieht man hier die Naht rausgucken. Und dass das nicht passiert, sollte man ein bisschen mehr. Also bei mir ist es ein Zentimeter. Ne, man muss jetzt hier diese Naht erwischen. Das da. Hier Naht auf Naht. Hier. Naht auf Naht. Und dann 1 Zentimeter dazugeben. 1 Zentimeter mehr Luft lassen. Dieser Zentimeter ist ganz, ganz wichtig. Das müsst ihr mal bei euch rausprobieren. Erst mal vielleicht festheften und dann erst nähen. Und dann probieren beim Rumdrehen, wie es dann, ob das gut wird oder nicht. Und dann natürlich hier einfach so ein paar Stiche reinnähen. So. Wichtig ist, dass diese Naht, also diese Haftnaht, nicht hier reinkommt oder hier reinkommt in unseren guten Stoff. So. Und das natürlich auf beiden Seiten. Das war die Hinterseite hier. Und das ist jetzt die Vorderseite. Die machen wir natürlich auch. Schön gucken, dass das schön übereinander liegt. Auch hier gerade zur Naht anheften. So, und plus 1 Zentimeter wieder. Jetzt wieder so anhefte. Das ist der schwierige Teil. Und dann haben wir es gleich geschafft. So. So sieht es nochmal aus. Also an der Nahtzugabe hier anheften. Hier auch. So, dann haben wir hier wie so ein Tunnel
Vorne hinten, das da. So, und jetzt durch das Loch kommt jetzt unser Polster. Das ist jetzt genauso groß wie der unten dieser Huf. So, ungefähr. Dann kommt hier durch das Loch unser Polster schon mal. Und zurechtrücken machen wir jetzt gleich, wenn wir es rumgedreht haben. So, drehen das Ganze rum. Ta-da-da-da. So. So sieht es dann aus. Und dann hier ist die Haftnaht hier. Und dann dreht man das ganze Ding rum. Dann stopft man hier ein Teil rein durch das Loch, was vorher war. Machen wir auch noch. Das Ding ausstopfen noch. So. Und den Rest natürlich stopfen. Ja, aber aufpassen, am Rand nicht zu viel stopfen, weil sonst geht er wieder nach außen auf. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert doch meinen Kanal und man sieht sich wieder bei Ich nehme mal was. Und abonniert doch meinen Kanal. Dankeschön. Tja. Hehe. Tolle Generation 5. Juppia.